Hallihallo und herzlich willkommen zur 35. Episode von Torchlight 2. Es ist sehr früh morgens, zumindest bei mir heute, wie ich das aufnehme. Und ich bin mal gespannt, wie wir uns so in der Früh halt mal machen werden. Im Vergleich zu sonst meistens spiele ich am Abend. Aber jetzt machen wir es mal sehr früh am Morgen. So, wir sollten vielleicht ein paar Sachen verkaufen und uns dann auf den Weg machen, hier dann weiter zu zocken. Wir sind, falls ihr das noch nicht gemerkt habt, im dritten Akt. Und haben eigentlich nicht mehr so viel Gold. Wobei, es geht eigentlich. Wir haben, glaube ich, auch gemerkt, aber ich schaue sie jetzt aber nach, dass wir einige Sachen nicht wirklich weiter verzaubern können, genau. Nur bis auf Stufe 2 kann dieser Verzauberer das herstellen oder machen oder für uns erledigen. Deswegen werden wir uns jetzt einfach auf den Weg machen, um vielleicht einen neuen Verzauberer zu finden. Am besten vielleicht das Portal nutzen. Das wäre keine schlechte Idee, Ecclesion. Weil wer weiß, wo wir eigentlich das letzte Mal waren. Könnte das sein, oder sind wir da dann in einem total falschen Akt oder sowas? Ja. Mist. Falscher Akt. Na schon, kann er aber uns da weiterhelfen? 24.000. Okay, nein. Er kann es nicht weiterhelfen. Von hier aus können wir es nicht wechseln, also müssen wir extra dann hier den Zug nehmen. Ich glaube, das war ein Zug, oder? Was war das eigentlich? Ja, könnte man sagen. Kann man für einen Zug halten, oder? Es tut mir leid, ich habe einfach vergessen, wo wir das letzte Mal waren, weil ich auch nicht wirklich nachgesehen habe. Ich gebe es zu, ich war faul, ich habe nicht nachgesehen. Ich glaube, wir haben uns halt gefragt, ob wir Portale aufstellen dürfen oder nicht, damit wir diesen Verzauberer dort nicht verlieren. Sobald wir den nächsten finden sollten, ist es dann sowieso total überflüssig, ob wir jetzt zu dem gehen oder zu einem neuen. Zu einem neuen wäre dann vielleicht ein bisschen einfacher und besser, weil es näher wäre. Aber gut, waren wir hier eigentlich drinnen? Ich glaube, wir waren in der Höhle drin. Ja, wir haben alles erkundet. Und das Boss-Level haben wir sicherlich dann auch gemacht, wenn wir schon so weit waren und alles entdeckt haben. Ich glaube nicht, dass wir gestorben sind. Nö, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Wenn doch, dann werde ich das vielleicht irgendwann merken und dann wieder da reingehen und dann werdet ihr das auch in der Episode sehen. Bis dahin werden wir einfach damit leben müssen und ich muss mich wieder gewöhnen, weil, also es ist angewöhnt, dass ich hier auf die HP-Leiste gucke, weil ich habe das Spiel jetzt ein paar Wochen nicht mehr gespielt und die hatten eine recht große Session abgehalten, wo ich einfach viel aufgenommen habe. Und es überflüssig war, beziehungsweise ich keine Zeit hatte, um ehrlich zu sein, wieder ins Spiel reinzugehen und weiter das aufzunehmen. Aber ihr habt davon eigentlich so ziemlich gar nichts gemerkt, weil, naja, ich alles im Vorhinaus, also im Voraus schon aufgenommen habe und dann einfach hochgeladen habe. Denn ihr wisst ja, momentan erscheint eigentlich Torchlight 2 auf dem zweiten Kanal. Oder auf diesem Kanal, wenn ihr es halt jetzt guckt. Zweimal die Woche. Was Crits. Nice. Stimmt, unsere Crit-Spur, die war echt lange aktiv. Zweimal die Woche. Und das heißt, ich brauche durchschnittlich für ein ganzes Monat Material, brauche ich dann so 8 bis 10 Episoden, was doch recht viel sein kann und auch als sehr viel erscheint. Aber eigentlich so viel ist es nicht. Es sind zum Glück halt 20 Minuten Videos, keine 30 Minuten Videos. Das macht schon einen großen Unterschied aus. Und es ist auch passender für das Format, finde ich. Wobei ich nicht wirklich zu so einem Typen werden will, wo ich sage, hey, ich lade nur noch mehr 10 Minuten Videos hoch. Weil einige, die bevorzugen, das so zu sehen. Aber um ehrlich zu sein, ihr könnt auch ein 20 Minuten Video sehen und einfach bei der Hälfte dann pausieren und aufhören und dann einfach weiter gucken, wenn ihr dann wieder könnt, falls eben die 20 Minuten viel zu lang werden. Das gleiche gilt auch bei 30 Minuten Videos oder bei einstündigen Videos. Ich weiß nicht, was die Leute sich immer so aufregen, das Video ist viel zu lang.
Naja, dann guckst du einfach kürzer, schau dann einfach wieder rein. Bei dem Buch sagst du ja auch nicht, ja, das Buch ist mir zu dick. Lesezeichen rein und wieder reinschauen. Sondern ich zumindest, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich denke mal, dass das normal ist, dass man bei einem Buch einfach ein Lesezeichen verwendet und nicht das Buch auf einmal versucht zu lesen. Und wenn, dann ist man zufrieden halt damit. Aber man beschwert sich nicht, dass ein Buch zu dick ist. Ja gut, genug darüber. Wir haben hier als Gegner irgendwie kleine Geister und Pelze und was weiß ich was hier. Ist halt normal im dritten Akt. Denn das ist so eine Sumpfwaldregion. Sehr hübsch auf jeden Fall. Dann vielleicht auch andere Skills mal wieder nutzen. Also ich spiele mich so langsam wieder ein. Wobei ich glaube, es werden nur 2 bis 4 Episoden sein, die ich jetzt auf einmal aufnehmen werde. Denn wie gesagt, es ist recht früh morgens. Und zumindest dadurch, dass es Sommer ist, sind die Fenster bei mir offen. Und der Berufsverkehr, beziehungsweise, was eher der Fall sein wird, Bauarbeiten in der Nähe, können dann eine recht starke Geräuschkulisse im Hintergrund entwickeln. Und ich glaube, das hört sich da nicht so gut an. Wir werden uns einfach anschauen, wie sich das entwickeln wird heute. Was kann man eigentlich vom dritten Akt erwarten? Ich weiß es nicht. Der dritte Akt ist wirklich, wie ich einmal schon, glaube ich, kurz erwähnt hatte, totales Neuland für mich. Ich bin soweit noch nicht gekommen und habe auch nicht wirklich die Zeit gehabt zum Vorspielen. Ich glaube auch nicht, dass ich mehr die Zeit haben werde, das Spiel vorzuspielen. Weil einfach viel zu viel anderes Zeugs los ist. Vor allem Dark Souls und Guild Wars 2 auf dem Hauptkanal. Und dann haben wir noch andere Projekte, wie von Zeit zu Zeit mal ein WZK ist. Und auf dem zweiten Kanal seht ihr auch, dass wir jetzt eine recht lange Liste von Spielen haben. Und zwar sind es 6 Spiele, die wir spielen. Und StarCraft 2 müsste auch das Finale endlich mal rauskommen. Zumindest von Wings of Liberty, weil Heart of the Swarm haben wir ja. Und ja, sonst sind es halt wirklich 5 andere Spiele. Wir haben den Pokémon Sonntag, wir haben am Samstag Borderlands 2, wir haben am Donnerstag, müsste es sein, am Donnerstag haben wir Faster Than Light. Oder? Was am Donnerstag? Am Dienstag haben wir auf jeden Fall Darksiders 2. Am Montag und Mittwoch haben wir Torchlight 2. Autsch. Das sieht nicht gut aus für uns. Ja, ich hab's gewusst. Viel zu viel Schaden. 2000 Gold fast am Verlieren. Einen Unterschied macht es nicht wirklich, weil der Eingang zu der Zone ist eh dort, wo auch der Ausgang von der Stadt ist. So viel Schaden. So viel Schaden. Wir sollten das alles vielleicht mal verkaufen hier. Wenn wir schon da sind. Aber ich finde das Spiel einfach trotzdem toll. Ich finde es auch ein bisschen schwieriger ist. Vor allem dieses Gebiet hat auch total den Diablo 2 Vibe, finde ich. Nicht Vibe. Vibe. Nicht das Vibe auf Deutsch. Das wird alles nicht passen, aber gut. Ich weiß noch nicht, ob man wirklich einen Vorteil hat, wenn man hier Shadow Burst einsetzt. Von der Geschwindigkeit her, von der Bewegungsgeschwindigkeit her. Hey du Kleiner, komm her. Danke. Ich bin mir unsicher, da gibt es einen anderen Skill, der ein bisschen besser dafür geeignet ist. Auch zaubermäßig, das was wir gerade aktiviert haben, ist auch ein bisschen besser geeignet. Okay, sehr schön. Hallo. Unsere HP-Regeneration ist auch total für den Hugo. Wirklich, das ist abnormal. Niedrig. Kein Wunder, dass wir teilweise Probleme hier kriegen. Mit dem Schaden, den wir reinkriegen. Zu wenig Gegner. Nein, ich will nicht mehr auf die Fresse kriegen, aber damit wir hier unseren Skill of X einsetzen, brauchen wir mehr Gegner, genau. Der Schaden ist ein bisschen höher jetzt gewesen, das ist sehr schön. Haben wir einen Fame-Up gekriegt?
Jo. Was ist eigentlich als nächstes dran? Executioner wäre auch interessant, genauso wie Cold Steel. Erhöhter physischer Schaden. Weil unsere Aktivfähigkeiten können wir hier nicht boosten, genauso wie Frenzy Mastery. Haben wir auch einen Riegel vorgeschoben bekommen. Eviscerate wäre auch mal interessant. Oder Bloodhunger. Wobei momentan sind wir eh ein bisschen auf die Executioner-Schiene, glaube ich. Weil wir auch zwei gleiche Waffen extra genommen haben. Dann nehmen wir die mal. So, da hinten haben wir was ausgelassen. Sollten wir uns vielleicht ansehen, oder? Nein, ach. Immer sieht so aus, als ob da irgendwas Großes fehlt. Und dann ist es ziemlich gar nichts. Interessant, dass wir nach hinten geschleudert werden, obwohl wir nach vorne gestürmt sind. Oh. Das ist ein Gift. Das ist wirklich stark. Und ein dicker Kerl. Blepp. Explodieren immer so herzig. Ja, der ist so schön so eingedacht. Ja, ich wollte zwei Sachen miteinander kombinieren. Kadaver und Eingeweide. Keine gute Idee. Kinder, macht das nicht nach. Kombiniert diese zwei Wörter nicht so früh am Morgen. Es kommt nur irgendein komisches Wort raus, das ziemlich niemand verstehen wird. Oder verstehen kann. Ein Schrein der Heilung. Der erhöht unsere Regeneration, wie es aussieht. Was praktisch sein kann, vor allem, wie ich halt vorhin ein bisschen mich beschwert habe darüber. Das heißt, dass wir erhört wurden. Von wem auch immer. Ist nicht nett. Ah, da ist das nächste Gebiet dann. Da müssen wir dann hin. Also erst diese Typen hier. Viele kleine Gegner sind gut für den Schaden, den wir ausrichten. Kein Mana. Ich hasse diese Magier. Oder was das auch immer für Dinger sind. Auf den müssen wir los. Deathcat. Die sehen aus wie Magier für mich. Pikmin sind da wirklich nicht so schlimm im Vergleich. Ist gar nichts. Ist gar nichts. Okay. Das heißt, wir waren hier überall. Weil da ist die Stadt. Da drin waren wir. Also müssen wir hier nach unten hin. Ey, du Kleiner. Und dann werden wir schauen, was da auf uns wartet. Weil ich habe keine Ahnung. Guck's nochmal. 36 bis 37. Wir sind ja fast 40. Teleportpunkt, das ist gut. Das ist gut. Das heißt, wir können von der Stadt dann direkt hier hin. Das ist wirklich nett. Sowas habe ich jetzt längere Zeit gewartet. Hey, im Flugzeug. Ich weiß, nicht im Spiel, sondern über mir ist ein Flugzeug geflogen. Also nicht über mich, sondern über die Wohnung oder den Stadtteil. Wie auch immer. Ich weiß es nicht genau drüber. Aber ich bin auch irgendwie in einer Zone, die von Zeit zu Zeit wirklich von vielen Flugzeugen überflogen wird. Ich weiß nicht wieso. Aber es ist einfach so. Die sind vielleicht noch... die sind ja nett aus. Fetische. Hat sich... Oder sie, eine Brackenhexe. Die hat sich nach oben teleportiert. Unnett. Panda, was machst du da unten? Böse Lache. Panda, jetzt ist auf einmal hinter mir, ja? Und taucht auf einmal da auf. Kann sich hin teleportieren. Aber vorher, wie eine Hexe da ist und mich terrorisiert, nö. Keine Chance. Da will er nicht mitmachen, ouch. Wir machen diese Werwölfe so viel Schaden. Aber Werwölfe. Cool. Cool. Magen Werwölfe. Upp.
Ich bin nicht wirklich so der Vampir-Typ. Ich stehe nicht wirklich auf Vampire. Ich finde die eher ein bisschen meh. Aber Werwölfe, die sind cool. Die sind wirklich cool. Oh nein, vergleicht jetzt hier nichts mit Twilight. Böse. Das tut man nicht. Das tut man nicht. Man erwähnt das nicht. Ein paar Zombies. Und Geister. Aber nicht wirklich Geister, sondern eigentlich sind Schnecken. Oder? Sehen irgendwie so schneckenmäßig aus. Haben sogar Zungen, die sie benutzen können zum Ranziehen. Was auch interessant ist. Feuer. Sehr interessant. Trolle. Bin ich nicht genug geschädigt? Nein, 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 nein. Ich werde sowas von in die Knie gehen. Nein, 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 nein. Was mache ich? Crits, 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 crits. Das ist der Berserker. Oh Mann. Also wir haben das alles getötet. Autsch. Crap. Kontrolle ist echt stark. Nur noch mehr von denen. Ah, oh, ihr blöden Hexen. Also die Trolle, die haben sich einfach woanders aufgehalten. Was auch interessant ist. Zumindest für mich. Dass die wirklich irgendwie gewartet haben außerhalb anscheinend. Aber wir haben richtig viele fertig gemacht. Ich glaube, ich muss mir das sogar dann anschauen. Ich werde es mir sowieso dann ansehen im Editing, aber das war krass, wie viel da war. Und wir haben es überlebt. Aber wir müssen uns unbedingt Heiltränke kaufen. Weil sonst wird das ein kurzer Abenteuer. Ein kurzer Ausflug. Ich überlege, dass ich einfach vielleicht diese ganze Runde dann mache. Nachdem wir in der Mitte von dem hier waren. Können wir da hin? Ja. Wobei, den Schlüssel haben wir noch nicht, oder? Nö. Ist eine goldene Truhe. 40. Und das wird dann vielleicht dadurch, dass die Episode dann so ziemlich vorbei ist. Ah, der Hexe. Das wird dann einfach in die Stadt gehen und Heiltränke kaufen. Dann schauen wir kurz aber mal 120 und 100. Ich glaube, wir haben gesagt, wir müssten mehr auf Stärke gehen. Bis 150 oder sowas. Und den Skill noch verteilen, damit ihr das auch mitsehen könnt. Können wir da irgendwas jetzt? Ja, Shadowburst können wir endlich um einen Rang erweitern. Da sind wir auf 10. Das heißt, Tier 2 Bonus muss dann eigentlich drin sein. Und das heißt, wir treffen 4 statt 3 Ziele. Und die Chance, dass ein Schild zerstört wird, steigt um weitere 25%. Ja. Außerdem machen wir mehr Schaden damit. Okay. Gebonkt. Skill Devotee haben wir bekommen als Erfolg. Was muss man da genau machen? Okay. Ein Tier 2 Skill Bonus. Gut. Dann mit 49 können wir hier weiter. Mit 43 können wir erst unseren Wolf mal auf Stufe 10 bringen, damit er dann viel länger draußen bleibt. Nice. Gut, dann war es das für den Moment. Wir werden uns dann einfach wiedersehen, wenn wir dann den nächsten Teil anfangen. Ihr werdet mich dann eigentlich erst am Mittwoch sehen, weil das sollte die Montagsepisode sein. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis dann.